Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Es ist soweit, dass POTM Erling Haaland, aka der Brecher mit dem Babyface Player Review, ist am Start. Gestern kam er raus, 310k kostet er, glaube ich, in etwa. Wir haben ihn 6 Spiele in der Weekly League gespielt. Ich habe ihn, glaube ich, noch 6 weitere Spiele im klassischen Einzelspiel gespielt. Einfach, um noch ein paar Szenen mit ihm zu sammeln, die aber nicht alle drin sind. Da habe ich gegen geisteskranke Teams gespielt und darauf komme ich später noch zu sprechen. Die Ingame-Stats sehen richtig, richtig Zucker aus. Alleine 97 Stärke, die Dribbling-Stats, 99 Shot-Power, Sprint-Speed von 94. Das alles gepaart auf so einer Karte klingt super wild. Dann haben wir aber leider Gottes einen Wermutstropfen, denn der gute Spieler, aka, ja, Brecher mit dem Babyface, der mit EA gepartnert ist, hat kein Next-Gen-Player-Face. Sieht man hier an den Haaren. Ändert nichts daran, dass er trotzdem so aussieht, wie er aussieht und man den relativ gut erkennt, weil Haaland nun mal so aussieht, wie er eben aussieht, ne? Aber gut, kommen wir zu den Ingame-Stats, Szenen. Und hier seht ihr direkt das erste Tor mit Haaland. Achtet drauf, achtet drauf, achtet drauf. Wild. Sehr, sehr wild, muss man einfach sagen. Ja, das lassen wir uns kurz auf der Zunge zergehen und dann würde ich jetzt gerne über Haaland logischerweise sprechen. Lohnt er sich? Ja, das ist die Frage, die ich probiere hier für euch zu beantworten und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist actually not that easy, aber ich probiere es so gut zusammenzufassen wie möglich. Ja, die meisten werden jetzt natürlich sagen, ja, wenn man Haaland sieht, im Campstyle, dann muss man ihm natürlich Engine geben, ansonsten kann man ihn wahrscheinlich gar nicht richtig bewerten, weil, ne, Dribbling und so ein Kram ist super wichtig. Ja, das ist gut möglich. Aber es ist in FIFA leider Gottes sehr häufig so, dass wenn ein Spieler 1,94 ist, ja, und der alle Dribbling-Stats beispielsweise auf, alle Dribbling-Stats beispielsweise auf 99 hat, fühlt er sich trotzdem nicht so an wie ein Spieler, der 1,72 ist und alle Dribbling-Stats auf 99. Ja, das muss einem halt bewusst sein. So, das heißt, ich habe mir im ersten Moment gedacht, okay, ich probiere einfach die Stats, die Haaland hat, zu maxen. Sein Schuss, bisschen Tempo anheben und seine Physis maxen, weil die ist ja dafür gegeben. Na, da müsste er eigentlich auch mega kopfballstark sein. Ist er leider nicht. Also zumindest bei mir nicht, aber ich bin auch unfassbar scheiße mit Flanken, das muss man immer ausklammern. Das heißt, ich habe ihm Hawk gegeben und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Hawk war er mir zu langsam. Er hat zu lange gebraucht, um von seinem Antrittstempo, ja, dass er anfängt loszustiefeln, auf sein Sprintspeed zu kommen. Ja, da hat ihn fast jeder andere Spieler gecatcht. Also dachte ich mir, gut, probiere ich einfach mal, weil ich in der Doppelspitze spiele und ich seine Passstats gerne anpassen würde, Catalyst aus. Und holy fuck, der Unterschied zwischen Hawk und Catalyst ist riesig, weil der einfach deutlich schneller auf seinen Maximalspeed kommt. Und sein Maximalspeed ist nun mal einfach 99. Und wenn ihr Haaland einmal in Bewegung bekommt und der losstiefelt, ja, dann ist der auch einfach auf und davon. Den kriegt man kaum noch eingeholt. Das haben die so gut umgesetzt. Sein Player Model laut Fupin ist unique. Also er scheint scheinbar sein eigenes Player Model zu haben. Und das merkt man. Wenn der, also wenn er dann läuft und ihr seht diese Armbewegung, da denke ich mal diesen einen richtig kranken Sprint. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war bei Dortmund, wo ich mir immer gedacht habe, holy fuck, dieser Haaland ist so scheiße schnell bei seiner Körpergröße. Das ist wild. Und genau das bestätigt sich hier auch regelmäßig. Ja, deswegen habe ich auch noch ein paar Spiele im klassischen Spiel gemacht. Einfach, weil ich dann gemerkt habe, wie der Dude funktioniert. Und ich wollte das noch mal ein paar Mal forcieren, damit ich ein paar Beispiel-Szenen für euch habe. Aber es ändert nichts daran. Man hat ihn dieses Jahr seinen Finesse-Shot-Trade weggenommen. Er ist 1,94. Er hat High-High-Work-Rates. Und gerade die High-High-Work-Rates merkt man so unfassbar krass. Auch wenn ich ihn auf vorne bleiben spiele, mit Abwehr überlaufen und allem drum und dran. Also ich muss sagen, vorne bleiben, Abwehr überlaufen und zentral orientieren, finde ich am besten. Ja, da konnte ich ihn am meisten und am besten in Szene setzen. Hier zum Beispiel haben wir einen Konter und Haaland kommt irgendwann da unten jetzt angelaufen. Ja, das passiert halt regelmäßig, leider Gottes, mit ihm. Das ist dann immer ein bisschen schade, aber das gehört zu seinen Workrates nochmal dazu. Und das ist ein riesiger, riesiger, riesiger und einer seiner größten Kritikpunkte. Ja, aber, und das muss man ganz klar sagen, je länger ich mit ihm gespielt habe, guckt euch das an, je besser ich mit ihm klarkam, ja, umso mehr Spaß hat er mir bereitet, weil ich mir einfach gedacht habe, ey, das kann nicht sein. Er wird von den Gegnern teils so krass unterschätzt und ich hatte sein Inform gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Unterschied zwischen sein Inform und dieser Haaland-Karte ist krass. Sehr, sehr krass. Und dadurch, dass er relativ easy zu linken ist, meiner Meinung nach hat Dortmund dieses Jahr ein paar sehr geile Special-Karten, gerade auch der Freeze Hazard, dem wird auch noch ein Review kommen. Für mich ein unfassbar, unfassbar guter Spieler und wäre natürlich dahingegen ein ultra guter Strongling für Haaland. Selbiges geht natürlich auch noch für den Witzel Flashback, den wir haben, für den Delaney.
in der Innenverteidigung und. Also da gibt es schon wirklich ein paar Möglichkeiten. Den Reus würde ich ausklammern, weil den Willbreaker fand ich ehrlich gesagt ziemlich shit. Das heißt, wenn man weiß, worauf man sich einlässt bei Haaland und man bereit ist, das Geld zu bezahlen, dann ist Haaland, hier sieht man es wieder, unfassbar, unfassbar gut. Hier habe ich am Ende selber reingeschissen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den abschließenden Worten bzw. zu der Bewertung. Auf der positiven Seite, wie jetzt mehrfach angekündigt und ich hoffe, das hat man in den Szenen gesehen, ist einfach sein Schuss. Kein Finesse-Shot. Einfach in den 16er reingehen. Kurzes Eck, langes Eck, Becker, halt die Schnauze und ab dafür. Ja, dann stellt er alles in Schatten, was möglich ist. Das heißt, seine Schusskraft mit 99 ist insane. Die muss man hier definitiv nochmal hervorheben. Sein Sprint-Speed mit 94 ist auch gut. Aber ich glaube, dass Catalyst oder Hunter oder gegebenenfalls Engine, man muss es wirklich ausprobieren, wahrscheinlich der beste Camp-Style ist, weil er braucht den Antritt. Und 5 ist dafür wahrscheinlich einfach ein Ticken zu wenig. 97 Stärke brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Anders krass. Sein Reaction-Wert ist Bombe. Sein Ruhewert ist sauber. Seine Linkbarkeit würde ich ebenfalls positiv hervorheben. Und nun kommen wir nochmal zu seinen Negativpunkten. High. Sein Balance-Wert, sein Dribbling, das muss man einfach sagen, der ist 1,94, der fühlt sich einfach unbeweglich. Auch gerade das R1-Dribbling und allem drum und dran, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Dann sein Antritt, über den wir gesprochen haben, da muss man gegenwirken. 3,3 und ansonsten Campstyle Catalyst Engine. Preis 310k, muss ich sagen, finde ich in Ordnung, bis gut. Seine Leistung, wenn man mit ihm klarkommt, sehr gut. Und die abschließenden Worte sind, wenn man mit der Größe und dem Player-Model klarkommt und den High-High-Work-Rates, dann ist Haaland absolut krass und das meine ich auch so. Also, haut rein.